Hallo zusammen, im heutigen Video zeigen wir euch mal ein außergewöhnliches Porträt. Das ist das hier, was wir gemacht haben. Außergewöhnlich, weil wir einfach ein bisschen andere Technik jetzt mal ausprobiert haben für euch. Und das ist das Ergebnis. Wir skizzieren als erstes sofort ganz grob die Licht- und Schattenverhältnisse mit einem Marker vor. Ihr seht es ganz leicht, die Schattierungen. Stell uns vor, wo sind die Schatten um Auge herum, um Mund, um die Nase. Mach ein paar minimale Details und den Schatten natürlich um den Hals herum. Das ist im Grunde genommen wichtig, dass Sie natürlich auch die Grundlagen beherrscht, natürlich die Kopfproportionen und so weiter. Wenn man sowas kann, dann ist das natürlich die Voraussetzung, dass man zumindest in dieser groben Strich schon mal die Schattenflächen erarbeitet. So, dann gehen wir hin und skizzieren uns dann schon mal grob nochmal die Augen, ganz leicht, schnell. Und jetzt geht es an die Ausarbeitung. Also das heißt, wir haben eine Vorschicht sozusagen geschaffen, die setzt sich dann eben aus den schnellen Markerstrichen und arbeiten uns dann mit dem Kugelschreiber zum vollständigen Porträt an. Also natürlich auch hierbei wieder optimalerweise beginnt man mit dem Auge, mit den Schattenflächen drumherum. Das wird dann an der Stelle nochmal bisschen ausgearbeitet. Die Schattierungen werden dann mit dem 45-Grad-Winkel im Strich erarbeitet, sodass wir immer eigentlich so ein bisschen die Schraffur des Markers nochmal aufgreifen, also die Schattierung des Markers. Ansonsten immer wieder einfach dunkle und hellen Stellen ausarbeiten. Jetzt sieht es natürlich ein bisschen an der Stelle komisch aus, wenn nur die Augen ausgearbeitet sind, aber da muss man einfach schauen, dass der Rest natürlich auch dazu passend ist. Das heißt, der Fokus liegt eigentlich auf dem gesamten Gesicht, aber auf den Feinheiten mit dem Kugelschreiber. Wie schon am Anfang gesagt, ist uns wichtig, dass die Grundlagen beherrscht, weil wenn man die Grundlagen beherrscht, dann weiß man auch natürlich, wie sich die Proportionen ergeben. Hier sieht man, dass der Kopf leicht, also wirklich leicht geneigt ist, der Blick nach oben rechts und der Betrachterhorizont ist ungefähr auf der Höhe des Mundes. Das heißt, wir sehen etwas leicht von unten, somit wirkt so ein Porträt auch ein bisschen anders. Dann geht es natürlich in die kleinen Details um Nase herum, Mund und ihr merkt, so langsam entsteht auch wirklich ein nettes Porträt, ganz schnelles Porträt. Wir haben jetzt einen ganz kleinen Zeitraffer drin, also es hat so 6-7 Minuten im Original gedauert. Schaut auch auf den Weißraum auf der Unterlippe, das ist wichtig, da kommt natürlich der Glanz zur Geltung. Also bewahrt euch diese Freiheit immer, weniger zu machen, das ist einfach manchmal mehr. So, und dann geht's in die Details der Gesichtskontur, auch immer mit einer unterbrochenen Linie, damit ein bisschen mehr Tiefe reinkommt. Haare werden angedeutet. Das Ganze nicht zu viel, wie wir das zu anderen Techniken machen, weil das ist wirklich ein ganz lockeres, leichtes Porträt. Das ist wichtig dabei. Ja, und dann ist das natürlich so, dass die Grundlagen, wenn man die eben auch beherrscht, auch Auge, Nase und Mund, euch natürlich auch besonders helfen, das perfekt aufs Papier zu skizzieren. Vielleicht mal für diejenigen von euch, die das erste Mal jetzt zuschauen, ihr könnt solche Sachen wunderbar bei uns in unseren Kursen lernen. Schaut einfach auf der akademieruhr.de Seite
Oder ihr bereitet euch auf ein Studium vor, Kommunikationsdesign, Kunst, Illustration, dann würden wir euch diesbezüglich auch perfekt helfen können, dass ihr eine wunderbare Mappe machen könnt. Und ja, bis jetzt haben wir jeden ins Studium bekommen und da sind wir auch stolz auf unsere fast 100%ige Erfolgsquote. Das ist nochmal das fertige Porträt, so sieht's aus. Und ja, ansonsten die Grundlagen des Porträts zeichnen könnt ihr auch so ein bisschen in kleinen Tutorials unter onlinekurse.akademieruhr.de sehen. Ansonsten vielen lieben Dank für euer Interesse und bis dann, euer Akademie Ruhr Team.